Er war schon überall, er war bei MTV, Kabel 1, Tele 5, Sat 1, sogar dem Disney Channel. Und es gibt sogar die Legende, dass er an einem Abend bei ProSieben und ZDF gleichzeitig live moderiert hat. Er ist einfach Fernsehen, und deswegen freue ich mich, dass er heute dem Ruf gefolgt ist, während wir das Fernsehen feiern, hier ein Teil unserer Show zu sein, Steven Gätjen. Endlich hat es mal geklappt mit der Einladung. Schön, dass du hier bist. Wie fühlt sich das für dich an? Du bist eine Moderationsmaschine. Du moderierst alle großen Shows. Jetzt bist du mal Gast. Wie ist das? Ich freue mich. Also ich bin ja nicht häufig zu Gast. Ja. Ich habe ja meistens Gäste. Aber ich freue mich, bei dir zu sein. Es ist eine geile Show. Schönes Ambiente, tolles Publikum. Ein paar ruhige Menschen dazwischen aus Pappmaché. Aber ja, ich finde es top gemacht. Nee, ich freue mich total. Also danke auch für die Ankündigung. Ich weiß aber nicht, ob Moderationsmaschine etwas Positives oder etwas Negatives ist, aber mir macht mein Job immer noch Bock. Ja, das merkt man. Du bist einfach so ein netter Kollege. Das muss ich jetzt auch an dieser Stelle sagen. Also Steven ist wirklich so nett und so cool und so ein netter, angenehmer Typ. Ich weiß noch, mein erstes Mal bei Markus Lanz, ich war sehr nervös, weil ich mich in so Talkshow-Runden immer sehr unwohl fühle. Und du warst dabei, du saßt neben mir und du hast das gemerkt, dass ich mich nicht so wohl gefühlt habe. Und du hast laut über meine Gags gelacht, du hast mich auch immer so mit reingenommen. Und das ist jetzt schon einige Jahre her und es hat auch einige Jahre gedauert, bis ich verstanden habe, wie kollegial und nett das war. Deswegen wollte ich dir das an dieser Stelle mal zurückspielen, Steve. Sehr gerne, aber gehört ja dazu. Wir sind ja ein Team, egal für welchen Sender wir arbeiten. Du warst schon bei sehr, sehr vielen Sendern und wir haben ja ein bisschen gesucht über unsere Prominenten. Wir haben dich mal bei eBay eingegeben. Bei eBay? Und Folgendes gesehen. Oh. Mal hier. Also es gibt so Autogrammkarten. Ei. Und, ei, ei, ei. Steven Gätjen Autogrammkarten und da sieht man... Ach, guck mal hier. Ja, guck mal, von jedem Sender, Tele 5, ProSieben. Und überall kommen 2,99 €. Ja, die ZDF-Karte ist ein bisschen teurer. Aber guck mal, 1 € zumindest. Ey, das ist ja Wahnsinn. Mein Marktwert ist gestiegen. Ja, stimmt. In 25 Jahren Fernsehkarriere von, keine Ahnung, 2 Cent auf 1 €. Ja, damit kann ich reich werden. 3 € die Autogrammkarte beim ZDF. Also wie viel ist denn deine wert? Ja, wir haben tatsächlich meine auch mal gecheckt. Ach so, cool. Guck mal, da sieht man den Profimoderator, der weiß, wie man, wenn man Luke Mockridge Autogrammkarte, kommen 6 von meinem Vater. Guck mal, 3,33 €. Ja. Aber kann ich verstehen. Und ich bin nur bei 1 € und auch schön, dass die Unterschrift bei mir immer anders ist. Aber wie viel verkauft man denn dann davon? Weil also wir haben zu Beginn unserer Recherche mal geguckt und dann heute nochmal. Und alle Autogrammkarten, die es damals zu kaufen gab, sind noch da. Also ich glaube, der Markt hält sich in Grenzen. aber so schlimm ist es noch nicht, dass wir auf die Autogrammkarten zurückgreifen müssen. Wir wollen mit dir ein Spiel spielen. Wir haben ein Spiel entwickelt und wir haben es in unserer 2000er-Sendung und in der 90er-Sendung gespielt. Und wir würden es jetzt gerne für unser TV-Special nochmal zum Leben erwecken. Wir spielen nämlich jetzt eine kleine Runde Wer war ich mit Steven Gätjen. Eieiei. Was bin ich, ist dir bekannt? Was bin ich, ist mir bekannt. Sehr gut. Du bist ist dir auch bekannt. Wer war ich, ist jetzt quasi unsere Version. Du kannst schon mal ans Pult. Wo stelle ich mich denn hin? Hier? Hier ans Pult. Du kannst auch mal einen Nippel drucken, wenn du möchtest. Ich meine, du hast ja auch viel mit Stefan gearbeitet. Das habe ich geliebt. Ja, ich kann nicht reden. Oh Mensch. So, mal gucken, ob du auch gleich weinen wirst und sagst, ich kann nicht richtig reden. Du bist nämlich jetzt unser Kandidat bei Wer war ich. Bist du ready? Ich bin ready. So, wir haben jetzt Kandidaten für dich vorbereitet, die eine Fernsehvergangenheit haben, aber wo man jetzt vielleicht nicht direkt drauf kommen könnte und sagt, wer ist denn das? Manchmal ist Zeit ins Land gegangen, manchmal kennt man sie aus einem anderen Kontext. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Wir haben kein Sparschwein mit 5 Markstücken. Wir haben einfach mal Best of bzw. Rest of Sat.1 DVD-Schätze und die musst du dann als Bestrafung mitnehmen. Und noch gucken. Oder nur und gucken, na klar, hier Big Brother, alle Duschszenen von Big Brother haben wir hier. Also alles was Sat.1 in den letzten Jahren auf dem DVD-Markt. Es gibt von Sat.1 Big Brother unzensiert alle Duschszenen. Alle Duschszenen, die besten Fälle, Barbara Salesch, wir haben das Frühstücksfernsehen, Lady Kracher, Danny Lowinski, also das kriegst du dann alles gleich mit. Und, Lady Kracher finde ich aber gut. Ja, hin und stark finde ich auch ganz gut. Ja, musst du gleich alles mitnehmen. Letzte Bulle. Ja, aber so weit ist es noch nicht. Wir wollen erst mal gucken. Gut, ja, ich bin ready. Wer weiß? Erster Kandidat, bitteschön.
Das ist der... Einen wunderschönen guten Abend. Also ich stelle jetzt Ja oder Nein Fragen, ne? Genau. Geht's dir gut? Ja. Kommst du aus dem hohen Norden? Ja. Oh. Bist du ein Fernsehgesicht? Ja. Warst du ein Fernsehgesicht, muss ich dazu erfahren? Ja. Du hast dich physisch verändert. Ja. Du siehst immer noch genauso strahlend aus wie früher. Ja. So, jetzt eine Frage noch und da muss auch gelöst werden, wer denn diese Person ist. Also es gibt einen bestimmten Grund, warum er jetzt hier in dieser Sat.1-Show ist. Ja. Also Sat.1 war also, so eine Art Porzellanladen, er war der Elefant. Er hat einen großartigen Vornamen, Tietje Mierendorf. Das ist ja tatsächlich Tietje Mierendorf. Kommt zu uns. Gelöst. Hi Steven. Na? Du wusstest es sofort, oder Steven? Nee, ich wusste es sofort, weil es ein Kollege ist, den ich sehr schätze, weil er immer eine unfassbare Fröhlichkeit in den Tag legt. Wir wissen aber, was du hier auf unserem Sender Sat.1 gemacht hast. Ich weiß noch, du warst auch beim Springmaus-Improvisationstheater meiner Eltern und dann hieß es, oh, der Tietje, der macht jetzt ein großes Ding, der darf nicht drüber reden, das war eine riesen Heimlichtuerei. Ich war sehr, sehr jung und habe mich dann sehr gefreut, als ich den Tietje, anders als er jetzt aussieht, damals im Fernsehen gesehen habe, mit diesem Format. Achtung! Ach Gott. Scheiße. Was ist in diesem Format passiert, Tietje? Naja, da ging es darum, wir sollten unsere Familien jeweils überzeugen, dass wir uns im Fernsehen verliebt haben und auch im Fernsehen heiraten sollen. Ja. Und mein Job, also die Braut wusste nicht, dass mein Job war, ihr das Leben so schwer wie möglich zu machen, indem ich mich total schlecht benehme. Okay. Sie wusste nicht, dass wir als Familie komplett gecastet waren. Ja, und hier ist die Auflösung. Und war mal ein Sturm bei der Hochzeit, oder? Das war reichlich Sturm. Also das hätte man nicht besser timen können. Das war wirklich gut. Also du hast einer Frau einen Albtraum beschert. Wie? Naja, aber auch 500.000 Euro, wollen wir auch nicht vergessen. Hat sie 500.000 Euro gewonnen? Sie hat 250.000 bekommen, ihre Familie auch nochmal 250.000. Wow. Ah, hör mal. Also dann hat sich das Ganze gelohnt. Und wie viel hast du abgenommen? Insgesamt etwa 70 Kilo, ja. 70 Kilo. Also Steven hat dich erkannt. Yay! Yeah. Alles Gute, Tietje Mierendorf. Dankeschön für deinen Besuch. Tietje. War gar nicht schlecht. Ja, guck mal, dann habe ich schon mal einen. Einen hast du. Nächster Kandidat, bitteschön. Eieiei. Aha. Da ist Tachchen. Der nächste Hallo. Kandidat. Wer war ich, Steven? Warst du schon immer ein Mann? Ja. Gut. Das ist nur eine Testfrage. Ich muss ja das Feld eingrenzen. Du. Bist du ein Schauspieler? Ja. Sehr gut. Bist du ein Schauspieler bei den Öffentlich-Rechtlichen? Nein. Da ist das erste Nein und dafür gibt's... Ach, da krieg ich direkt eine. Nee, ich möchte diese Duschszenen haben. Ja, du kriegst aber Antonia zwischen Liebe und Macht. Oh, das ist noch viel toller als die... Ach, guck mal, Alexandra Kamp. Ja, das ist aber nicht Alexandra Kamp. Nee, das habe ich gesehen. Gut, also du bist Schauspieler bei den Privaten. Nein. Also er war... Ja. Du warst Schauspieler bei dem Privat... Okay. In einer Serie? Ja. Alter Fall. Es war eine Serie. Gib mir mal einen Tipp. Tipp, er hat nicht unbedingt in seiner eigenen Welt gelebt, sondern in der Welt von jemand anderem. Was? Was ist das für ein Tipp? Er hat immer nach Ladenschluss gearbeitet. Keine Ahnung, K11, die Kommissare, ich habe keine Ahnung, ich weiß es leider nicht. Dann einmal die Auflösung bitte. Sag mal. Ich bin der kleine Murmel aus Ritas Welt. Ach, Quatsch! Kommt zu uns, Marius Theobald. Ach, das ist ja witzig. Nicht erkannt und da ist er. Guck mal. Der kleine Murmel aus Ritas Welt, das ist ja ein Ding. Vor allem, das ist ja witzig. Ist ein bisschen her, ne? Das ist echt ein bisschen her. Wie war das Leben am Set als, wie alt warst du? 9, 10? Ich habe mit 6 angefangen, mit 13 aufgehört. Ja. Und das war der Hammer. Es war ein Spielplatz für mich. Das war klasse. Bist du gecastet worden dafür? Ja. Achso. Und es war das beste Hobby, was ich mir in den Sommerferien vorstellen konnte. Und Geld dabei verdient und hast du denn auch so ein bisschen als 6-Jähriger die Produktion auch so ein bisschen das spüren lassen? Hast du, hier fahrt mal zu Meckes und ich will einmal rutschen und so? Ja, klar, klar. Ja? Nein. Und Kontakt noch mit Rita? Ja, mittlerweile wieder. Es war so
10 Jahre bestimmt Funkstille, weil ich war ja ein Kind, ne? Was sollen die mit mir anfangen? Aber dann mittlerweile alle wieder da. Gabi war bei mir bei meinem Abschlussstück von der Theaterakademie damals als Überraschungsgast. Kurz danach durfte ich mit Gysi, also Franziska, durfte ich ein Interview machen und all sowas. So sind die alle nacheinander wiedergekommen. Das ist richtig cool. Ach, das ist ja cool. Schön, dass du dabei warst. Marius, alles Gute. Wow, cool. Aber Wahnsinn. Ja. Aber wie soll man das, wie, kann man gar nicht erkennen, oder? Vielleicht erkennst du den Nächsten. Hier ist der Nächste. Vielleicht auch nicht. Jetzt bin ich gespannt. Ach. Bonsoir. Das ist, glaube ich... Nein. Nein bedeutet DVD und ich gebe dir die Wochenshow. Darf ich Sie duzen? Ja. Vielen Dank. Sie sind als Sidekick im Fernsehen tätig gewesen. Ja. Und Sie haben einen sehr, Sie sprechen mit einem wunderschönen Akzent. Ja. Ja. Für uns ja. Für uns ja. Sie haben... Du weißt es. Ja, den Namen muss ich jetzt noch zurechtkriegen, weil ich weiß, aus welcher Sendung. Was war denn die Sendung? Sie haben gemeinschaftlich mit einem Mann, der jetzt ganz weiße Haare hat und ein Rauschebart trägt, zusammengearbeitet im Fernsehen. Ja. Einer Fernsehlegende. Genau. Der jetzt ja immer so kleine Videos, glaube ich, macht. Genau. Leider nicht mehr im Fernsehen dabei ist. Ich war auch mal zu Gast sogar in seiner Late-Night-Show. In der Harald Schmidt-Show? Ja. Sehr gut. Es tut mir so leid. Ich habe Ihr Gesicht, dein Gesicht. Okay, tschüss. Nein, nicht gehen. Ich komme nicht mehr auf den Namen. Ich komme nicht auf den Namen. Es tut mir leid. Es ist Natalie Lika. Ah. Natalie, es tut mir aber leid. So ein halbes. Es tut mir so leid. Aber er hat es komplett zuordnen können und du wurdest erkannt. Ja, aber ich durfte nicht Bonjour sagen. Es tut mir leid, aber man hat mir gesagt, ich darf nur Ja und Nein sagen. Ja, ja. Oui. Ich habe gestern stundenlang geübt, um das akzentfrei zu sagen. Ja. Ja, nein, ja, nein. Aber es ist so schön, weil dein Gesicht verbinde ich mit so viel schöner Geschichte im Fernsehen und vor allen Dingen einer so tollen Art und nonchalanten Art im Fernsehen zu arbeiten. Das habe ich immer bewundert. Und es gibt diesen Einspruch, der so schön geprägelt hat in meinem Bauchnabel. Aber diese Werbung habe ich nicht gemacht. Nein. Sie haben mich nachgemacht. Ich wollte, dass mein Anwalt klagt, aber er hat gesagt, nee, wir lassen zu. Ja, es strahlt ja auf dich. Schade, ich hätte mich viele Kohle machen können. Viele Kohle machen können, ja. Nathalie? Oui. Ah, oui. Ah, siehst du. Wir haben auch einen Blumenstrauß natürlich für Nathalie Lika, wie es sich gehört. Und für eine TV-Sendung. Merci. Bitteschön. Merci beaucoup, Nathalie Lika. Guck mal, das ist schön, ne, was man damit so verbindet. Alors, der Nächste. Aha, wer war ich denn? Du bist auf jeden Fall ein lustiger Mann. Nein. das gibt eine DVD einfach für den Gag, edel und stark. Für dich, Rest of Sat.1. Oh Mann. Aber lustig ist er schon. Ja, er ist sehr lustig. Ja. Du bist als Comedian im Fernsehen, warst als Comedian im Fernsehen tätig. Ich muss ja mal sagen, war. Ja. Es gibt aber eine Sendung, die ihn sehr, sehr, sehr berühmt gemacht hat. Hilf mir. Ups, jetzt ist mir fast das Ding hier hingefallen. Ups, die Pannenshow. Ah. Oh. Ups, genau. Steven Gätchen hat ihn erkannt. Es ist Oliver Bärhenke, der Moderator von Ups, die Pannenshow. Komm zu uns. Ach, cool. Oliver, das Oliver ist cool. Bärhenke. Moin. Comedian, wir kennen uns auch aus dem Quatsch Comedy Club und von Nightwatch. Guck mal und, da, genau. Wir sind schon oft miteinander aufgetreten. Und damals war Ups, die Pannenshow gesandwiched im DSDS-Fenster. Ne? Also zwischen der Show und der Entscheidung kamt ihr. Und ich habe das sehr oft sehr bekifft geguckt. Ich glaube, bis heute RTLs erfolgreichstes Comedy-Format, muss man sagen. Ja, ja, was waren die Quoten damals? 38-39% haben wir da gerockt. Noch ein Format, du hast Star Search damals hier in Sat.1 gewonnen, oder? Star Search gewonnen, ja, tatsächlich, im Bereich Comedy. Und jetzt betreibst du
sehr erfolgreich. Escape Rooms in Bielefeld, da haben wir uns auch wieder getroffen. Ich bin ein großer Escape Room-Fan. Ich auch. Olli, ja, muss mal im Bielefeld vorbeikommen. Vorbei, ja. Freuen uns sehr, einen tollen Escape Room. Das ist, ich habe so mehrere Standbeine. Ich bin nebenbei auch noch professioneller Wasserleichenfinder. Aber das ist ein anderes Thema tatsächlich. Ja, ich bilde Rettungskräfte aus auf das Auffinden von Wasserleichen. Wow! Ja. Okay, man muss, glaube ich, auch... Was Oliver Behnke. Ja, genau. Gut, wie das jetzt zusammenkommt, das erzählt sich. Lernen wir mal anders. Ja, genau. Vielen, vielen Dank. Alles Liebe dir und bis bald. Oliver Behnke. Danke dir. Ja. Vielleicht kommt der nächste Kandidat. Vielleicht komme ich in den Genuss, Mann. Kommst du in den Genuss einer DVD? Ihn wirst du nicht kennen. Am Gesicht nicht erkennen. Das kann ich dir schon mal geben. Hier ist der nächste Kandidat. Oh. Ja, okay, wenn ich dich nicht am Gesicht erkenne, erkenne ich dich am Körper. Hat dein Körper etwas mit deiner Karriere zu tun gehabt? Leider nein. Dafür geht Hausmeister Krause alle Staffeln. Gut, also dein Körper hat nichts damit zu tun. Das heißt, bist du vor der Kamera tätig gewesen? Auch, aber nicht der Grund, weswegen ich heute hier bin. Und dafür gibt's den letzten Bullen. Oh, okay. Also du bist heute hier, weil du etwas hinter der Kamera, hinter den Kulissen gemacht hast. Ja. Das heißt, du bist Body-Double gewesen. Nein. Und dafür gibt's eine Wanderhure. Eins oder zwei? Die Wanderhure kehrt zurück. Den zweiten habe ich auch noch hier. Die Wanderhure ist noch weg. Die Wanderhure und das Vermächtnis der Wanderhure. Oh, ja. Und die Wanderhure und der Halbblutprinz habe ich ja auch noch. Und der Halbblutprinz. Okay, gut, ich arbeite. Ach, da hast du mir beide gleich. Jetzt hast du beide. Gut, ich gebe dir mal einen Tipp. Ja, ich gebe mir einen Tipp. Du hast, dass er hinter der Kamera arbeitet, ist schon ganz richtig. Also man kann ihn am Gesicht vielleicht nicht erkennen, am Körper auch nicht. Was wäre denn ein weiteres Merkmal, woran man jemandem erkennen kann, wenn er nicht vor der Kamera ist? Hat es etwas mit deiner Stimme zu tun? Ja. Das heißt, du bist ein Synchronsprecher? Ganz genau. So. Okay, das ist jetzt natürlich scheiße, wenn ich immer nur Ja-Nein-Fragen... Vielleicht kannst du einen Satz preisgeben, der vielleicht uns... Bitte gib einen ikonischen Satz. Aber nicht zu ikonisch, weil sonst wird es... So halb ikonisch. Nur die Hälfte eines Satzes? Ja, sehr gut. Ich bin der... Ich bin der König vom Dschungelcamp. Ja, ich bin der König von Deutschland. Macht auch keinen. Ich bin. Sag das bitte nochmal. Ich bin der König. Ich hätte jetzt gesagt, ich bin der König der Welt, Leonardo DiCaprios. Und damit liegst du absolut richtig. Ja? Ja, das ist. Gerrit Schmidt. Ach, wie cool. Voss. Hallo. Hallo. Und du bist der Synchronsprecher von Leonardo DiCaprio. Ja, aus dem Gesicht geschnitten. Ja, Glückwunsch zum Oscar erstmal, The Revenant, verdient vor 2 Jahren. Wolf of Wall Street hätte ich dir gegeben. Ganz ehrlich, die Arbeit war auch viel anstrengender als beim Revenant. Wahnsinn, wie du das machst. Ich bewundere dich, vor allen Dingen den Job. Ich meine, da hast du genau auf die richtige Karte gesetzt, oder? Leonardo DiCaprio, ich glaube, dein Job ist erstmal sicher für die nächsten paar Jahre. Ich glaube, dem geht's gut. Und der wird noch viele Filme machen. Er kommt halt immer nur alle 2 Jahre mit einem Film. Das ist ein bisschen problematisch. Wir wollen dich mal live in Action sehen, wie du das machst. Wir haben dir eine Szene vorbereitet und du kannst einfach mal live drüber synchronisieren. Ich habe dir mal was geschrieben und das markiert. Und ich möchte einfach mal Leonardo DiCaprio sehen, wie er mit Kate Winslet flirtet, wenn ich das Drehbuch schreibe. Bitteschön. Jack, das ist einfach unmöglich. Wir dürfen uns nicht mehr sehen. Ich bin's doch, Leo. Nein, Jack, nein. Klar, Leonardo DiCaprio. Jack, ich bin verlobt. Verlobt? Vergiss diesen Kerl. Du kannst mich haben. Ich habe einen Oscar gewonnen. Mir gehört eine fucking Karibikinsel. Ich habe Giselle Bündchen, Barrefaeli und Tony Garn geknattert. Und in Malaysia wurde laut Wikipedia sogar ein Käfer nach mir benannt. Und jetzt laberst du mich mit deinem Verlobten voll? Selbst mein Synchronsprecher ist sympathischer als der. Jack,
Und jetzt hör endlich auf mit diesem Jack. Lassen Sie mich in Ruhe, Jack. Scheiße. Mega! Ey, wie cool! Ey, das ist so eine geile Arbeit, die du machst. Hast du ihn mal getroffen? Nee, persönlich noch nicht. Ich sollte ihn treffen bei Romeo und Julia. Aber da hat er Titanic gedreht und konnte dann doch nicht nach Berlin. Schade. Und was mir bei Wikipedia noch aufgefallen ist, du hast bei Papa Ante Porters mitgespielt. Da gibt es sogar auch noch ein Bild. Echt? Bei Loriot. Und ich liebe diesen Film. Und da war er der Junge, der den Mantel anprobiert. Das warst du. Genau. Der den Mantel vom Vater, der Vater sagt, Rico von Bülow. Totschick, sagt er. Genau. Der Mantel. Also eine Legende. Schön, dich mal wiederzusehen. Dankeschön. Alles Gute. Hey, cool. Wahnsinn, ne? Ja, geil. Das Leonardo DiCaprio war hier. Ja, so um halb. Ich hab den mal getroffen. Wie war das? Der ist so menschenscheu, das ist schon Wahnsinn. DiCaprio? Ja, weil das ist so ein Superstar, ne? Ich glaube, seit Titanic weiß der gar nicht mehr, was der machen soll. Der hat die ganze Zeit immer 3 oder 4 Bodyguards um sich rum. Ich glaube, das ist auch echt anstrengend. Aber ein Wahnsinns-Schauspieler. Ja. Gut, einen habe ich noch. Einen haben wir noch. Oh Gott. Wer war ich? So, junger Mann, Sie haben das Fernsehen in jungen Jahren revolutioniert. Ja. Sie haben ein Genre übernommen, das in Deutschland eher stiefmütterlich am Anfang behandelt wurde und aus Amerika rübergeschwappt ist, nämlich die Talkshow. Ja. Vom Akzent her würde ich sagen, Sie sind der ältere Bruder oder jüngere Bruder von Jorge González. Das ist ein Nein. Na, okay. Und dafür gibt's Lady Kracher. Gut, dafür gibt's Lady Kracher. Weißt du den Namen? Ja. Ricky Harris! Ricky. Ich darf es nicht, aber ich muss dir einfach Faust geben und Steven dich auch. Danke. Jetzt muss ich auf meinen Platz. Ricky, so yes. Toll, dich wiederzusehen. Ja, guck mal hier. Wahnsinn, wie du diese Talkshow... Wo habt ihr diese Foto? Danke, danke. Ricky das Harris. War letztes Jahr. Wie lange hast du diese Talkshow gemacht? Oh, das ist vor so viele Jahren und ich habe es knapp 2 Jahre gemacht. 2 Jahre. Es war die kürzeste Zeit für jede Talker, aber ich habe eine geile Zeit gehabt in Hause Sat 1. In Sat 1 und wir haben ein Best-of. Bitte schön, Ricky, das war deine Zeit. Echt? Oh, toll. 2 Jahre lief die Talkshow und die gute Laune, die war da. 14 Uhr ist was bei Ricky los. Wie alt warst du damals? Let's talk about boys, relationships, vacations and anger. Let's talk about jobs, friendships, hurt and pain. Let's talk about eating, dying, crying, beating, sleeping, eating, dreaming. Let's talk about everything. Yes. Oh. Also wenn ich irgendwas zu sagen hätte bei diesem Sender, ich würde dir sofort wieder eine Talkshow geben. Hättest du Bock, das zu machen? Ich würde es sofort machen. Ja? Sofort. Ich meine, ich muss ehrlich sagen, es ist lange Zeit, dass ich Fernsehen gemacht habe, aber ich vermisse es. Und ich glaube, wenn ihr das wollt, mache ich es nochmal. Wollt ihr es? Mich sehen? Ha? Alle? Okay. Sat 1, ihr habt es gehört. Ricky, toll, dass du da warst. Und ich sag mal so, nach dem Aufruf sind wir ab jetzt auch Sat 1 Kollegen. Ich habe da ein sehr, sehr gutes Gefühl. Alles klar, all mein Lieber. Ricky Luke Harris und Steven. Cool. Dankeschön. Bye-bye. Mega. Oh, du hast es aber so schön gesagt, weil er hatte immer gute Laune. Immer gute Laune. Ja, der immer noch. Und zur selben Zeit habe ich auch mal ein Casting gemacht für so eine Daily Talk Show. Das war eine Show neben all den Sendungen, die ich schon gemacht habe, die ich nicht habe. Schön, dass du da warst.